guys, what's up? The Blue Gangsta is back with another part of Dragon Ball Z Shin Budokai. So, Kapitel 4, ich habe jetzt zum Controller geswitcht. Ich hoffe, das merkt man, ich hoffe, da passiert nichts. Und los geht's. Stier, außer den Kreis gedrückt. Cell kam durch Raum und Zeitkrümmung zurück und Son Gohan verlor den Verstand. Er fiel unter den Einfluss der bösen Energie. Dank Son Goku erwachte Son Gohan jedoch aus seiner Umnachtung. Okay. Vegetas Doppelgänger von Janemba-Krieger unterzog Vegeta eine Gehirnwäsche. Nun hat sich das Dimensionsloch einen neuen Kämpfer hervorgebracht. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gestellt. Scheißegal. Vor allem, was ihr jetzt immer zwischendrin werdet, sehen werdet, ist das Speicherscreen. Ich hatte auch so aus Versehen automatisch Speicher nicht drin und hätte ich jetzt das Game gecancelt. Ja, ich habe es bis jetzt offen gelassen. Dann hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Bullshit. So. Irgendwo hier müsste es... Ah, Future Trunks. Und sobald eine gewaltige Energie auftaucht und wieder verschwunden sei. Fühlt sich an wie Son Gohans Kamehameha, aber ich spüre etwas in der einigen Entfernung. Hier, was ist das? Ich sehe durch das Loch in der Luft eine andere Welt. Ob ich wohl wieder hierher zurückkehren kann, wenn ich dort zu Yuno gehe? Warte, das war eindeutig mein Papa. Aber seine Energie hat sich richtig böse angefühlt. Was ist da los? Ich muss einfach hingehen. Das ist eindeutig die Erde, aber wann? Egal, wo ich mein Vater. Ah. Bisschen Nebel, ich verstehe. Warum lese ich eigentlich wieder? Hä? Ist das? Hey, Trunks. Was machst du jetzt? Ich will nicht gerne. Hä? Wie? What the fuck? Ich check grad gar nichts, aber scheiß drauf. C18 ist doch jetzt gut geworden. Warum will die jetzt gegen Trunks kämpfen? Egal. Das wollte ich zwar nicht. Also ich meine die Kiebälle da gerade, aber scheiß drauf. So. Ah. Okay. Ich dachte, er macht einen Finish-Buster oder sowas aus der Nähe, aus der Entfernung. Stier, das hat mich getroffen. Finish-Buster! So, jetzt aber. Damn it! Komm schon! Bam! Jawoll! Finisher off! Boom! So geht's. Schade, nur ein S-Rank. Weil ich zu lange gebraucht hab. Oder? Aus der Vergangenheit, ganz genau. Sieht so aus. Nope. What? Ich nenne es lieber Ralf. Schon krass, zwei neue Objekte sind verfügbar. Gotenks. Alright then. Alright. Eiskalt.
Alright. Dazu muss man nicht viel sagen, oder? Eat this. And this and that and this and that and weiß ich was. Mach doch oben Kreis, Jürgen, Alter. So, ja klar weicht er aus. Ja, bis die Attacke mal trifft, Alter. Bam in your face. Geht doch, wenigstens ein C-Rank. Okay. Goku des Goten gezeigt hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Alright then, let's go and find Vegeta or someone else. Trunks hat neue Transformationsstufe erreicht. Schon wieder Freezer, dein Ernst? Na gut, diesmal darf ich ja Trunks wieder fertig machen. Alright then. Let's do it again. Freezer nochmal in 1000 Stücke zu teilen hier. Sorry für deine 100%, die dir nichts bringen werden. Als ob. So, jetzt. Bam! Ah, schade. Damn, das wäre jetzt sowas von gelungen. Ja, vielleicht funktioniert es so, mal sehen. Mach doch deine Ulti, verdammt, das ist doch nicht möglich. Jetzt aber, wenn das jetzt nicht getroffen hätte. Und tschüss, Freezer, Alter. Ja, einen Z-Ring kriegen wir wahrscheinlich nicht. Leider. Aber ganz knapp, dafür, dass wir so viel Leben verloren haben. Oh je. Ja schon. Ja. Alright, let's do this. Option 1. Oh je. Ich glaube, ich gehe hier komplett durch. Also geradeaus. Danach mache ich oben. Dann unten geradeaus durch. Und dann ganz unten. Weil sonst wird es ein bisschen blöd. Yamcha.
Ja. Vor allem alles mit dem Kampfanzug. So, Krillin hat wieder seine Haare weg und Kampfanzug. Und Yamchu ist diese. Das beweist einfach nur, dass sie. Dass Yamchu nicht nur die Bitch ist, sie wird einfach überall als Bitch dargestellt. Ja? Wäre wenigstens so wieder so coole. Sogar die Haare sind okay. Hätte er wenigstens seinen Kampfanzug. Nein, die müssen ihn als gechillte Bitch wieder darstellen. Alright. Ich habe jetzt, weil ich gelabert habe, nicht richtig mitbekommen, was da abgeht, aber das ist ja klar, dass hier aus jedem Scheiß irgendwie ein Kampf entsteht. Aber kack mal drauf. Den gewinne ich jetzt einfach kurz und fertig. So, und jetzt mal gucken, ob es funktioniert. Ich schütze mich extra nicht, um meine Key zu behalten. Verwandel dich doch! Ist klar, dass er mich genau dann kriegt. Ach, egal. Schon wieder, Alter. Das ist doch unmöglich. Kacken. So, wir kriegen jetzt. Ah, okay, kein Ding. War ja klar. Stehe, ich habe jetzt auch so sehr stark gedrückt, egal. Zuerst hier. Hoffe ich, dass jetzt das. Ah nein, jetzt habe ich nach oben gedrückt, glaube ich. Egal, scheiß drauf. Ja. Egal, kack drauf. Dann gehen wir halt zuerst hier hin. What the fuck? What the fuck? Ja, man. Ja. Als das Margin Boost Mama. Alles klar. Dann mal los. What the fuck war das? Okay, das ist das, alles klar. Das hier ist okay, der ist ausgewichen irgendwie. Erstmal aufladen. So. Jetzt aber. It is. Bam. Hoffentlich nichts genug ab. Naja, geht. Schnell bevor er was macht. So, das war ein Blitz. Ja, und tschüss. Alles klar, sorry für deinen Move. Ein S, alles klar. Ja, geht ja noch.
Drücke aber so schnell weg. Ich vergiss immer, dass ihr das mitlesen müsst. Sorry dafür, aber wenn ich so drin bin, dann habe ich so keinen Bock auf diesen abgefuckten Dialog. Ich will einfach nur weiterkommen, versteht ihr? Und ich glaube schon, dass der Controller ein bisschen lauter ist als der Arcade-Stick gerade, dass man die Tasten so hört. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Alright then. Zwei neue Objekte. Gut, dann machen wir das so. Wir gehen hier direkt zurück. Dann mache ich den. Jetzt schnell. Alright. Okay. Jetzt das zweite. Alright then, here we go. Krass. Für beide krass. Da hat er recht. Kamehame. Ha! Sehr schön. Ich glaube nicht, dass er hier die Explosion drauf hat. Das wäre schon ein bisschen zu krass. Noch ein Ha! Mal gucken, ob wir das Bam können. Stier, der hat mich erwischt. Kamehame. Ha! Scheiße. Ah, treff ihn doch einfach. Wie lange soll denn das jetzt noch gehen wegen seiner Scheiße? Jawohl, geht doch. Ich lade mich wieder auf wie in Budokai 3, ey. So. Ein Z-Rank, sehr schön. Alright. Stier. Alright, jetzt haben wir die Endstufe von Son Gohan. Jetzt machen wir hier weiter. Alright.
falls Gohan jetzt wieder so böse wird oder so ein Bullshit, selber schuld, Alter. Ja, Hoffnung trifft es. Zieh dich doch einfach. Eat this. Sehr schön. Ha! Krass hat es gezogen, Alter. Ich hab's nicht mal aufgeladen, ich hab's einfach nur schnell geschossen. Oh shit, ich hab aus Versehen Dings. Egal, das ist jetzt wieder weg. So, jetzt aber. Bam! Ja, weil es nicht von Anfang an getroffen hat. Eat this! Was wollte denn der gerade machen? Wieso habe ich so viel Leben auf einmal verloren? Na naja, egal. C-Rank und zwar High, Alter. Stier, zwei neue Objekte. Alright, das nächste, was wir machen, ist hier weiter. Also wenn der Fight jetzt nicht wieder zu kurz ist, dann schneide ich ihn raus. Wenn er so kurz ist, dass er nicht der Rede wert ist, dann lasse ich ihn. So, und weiter geht's hier mit Z-Ranks. Sehr schön. Glatzkopf. Eiskalt. Der ist doch selber ein Glatzkopf. Alles klar, dann spielen wir mal ein bisschen mit Krillin und kriegen zuerst mal voll auf die Fresse. Wie, der hat es unterbrochen. Danke für die Key. So, jetzt aber. Ist klar. Echt traurig, dass wir gegen Krillin so scheiße aussehen. So, was kriegen wir in Aran? Wie jämmerlich. Wie jämmerlich. Ja, zuerst oben. Zwei neue Objekte. Pycor. Alles klar. Alter, sogar cooler ist da, Alter. Frohlocket. What the fuck?
Alter, wie viel labern die eigentlich? Da ist so viel unnützes Zeug dabei. Naja, egal, cooler, gib ihn bös. Cyberblade. Das ist eigentlich Salsa Blade, weil es von Salsa, von seinem Diener ist. Und dir nichts Besseres eingefallen ist, einfach von dem Diener eine Attacke reinzumachen. Aber cool. Stehe ich jetzt nicht von der Nähe machen dürfen. Mann, hat der schnell sein Leben verloren. Krass. Jetzt aber. Die! So. Mal gucken, was für einen Rang wir kriegen. Ein C-Rank. Sehr schön. Teleportation. Ja. Jo, neue Transformation. So, jetzt noch Freezer hier. Jawohl, Alter. Das, sowas feier ich, Alter. Broly Frick Freezer, Alter. Das ist krank geil, Alter. Und das war zu weit. Also, Freezer jemals eine Chance gegen Broly hätte. Ja, außer diese goldene Missgeburt, Alter. Wie erbärmlich das war. Der trainiert viel, der verliert zuerst gegen. Die billigste Stufe in der ersten Super Saiyan Transformation und kann es danach nach 4 Monaten Training mit einem Super Saiyan Gott Super Saiyan aufnehmen. Wie erbärmlich war das bitte, Alter. Hört doch auf, ey. Hört doch auf. Ja, komm. Ich mach dich kaputt. Hoffnung bist du gut und jetzt verpiss dich, Alter. So ein Lappen. Es fängt nur leider, ey. Ich glaube, das wird da niemals enden, der Kampf. Weil Broly wird wie gegen Freezer nicht verrecken. Und Freezer kann ja nicht sterben, weil er ja schon tot ist, so. Und die provozieren sich ja gegenseitig bis zum, weiß ich was. Auf jeden Fall, ich mache das hier schnell und dann sehen wir uns wieder, wenn ich unten bin. So, und jetzt waren wir hier. Keine Zeit zum Kämpfen. Alright then, wieder Broly. Oh shit. Das könnte gefährlich werden, 18.
Alright then, let's see what you... Yeah, Gangster, sowas liebe ich. Vor allem, es zieht einfach noch 1-4. Ja, du Homo, warte ab. Warte nur ab. Oh shit. Schützen, schützen. Ah, gut. Viel besser. So, jetzt habe ich dich. This. Jawohl. Hoffentlich nimmt sie nach. Jawohl. Bam. Goodbye, bitch. Wahrscheinlich C. Alter, C18 macht den legendären Super Saiyan kaputt. Nun S-Rank. Weil ich so viel. Ah, fuck off. Das war eigentlich Z-Rank so schnell wie das ging. Stehe. Alright then. Weiter geht's in der Hauptstory, oder? Ja, wir haben ja alles krank. So. Der Dreifache. Stimmt. Der ist ja jetzt voll am Arsch. Der ist ja so wie Broly. Sorry für dein Skill. Warte ab. Ich sowas hasse. Total daneben. Jetzt. Jawohl. Ha! Voll ins Schwarze. Ah, schade, er greift mich nicht an. Hoffnung. Das wird wahrscheinlich wieder kein Z-Rank, aber fuck it. Wie das noch getroffen hat. Dir, dass das funktioniert. Schon wieder daneben. Fuck off, Vegeta. Ha! Ja, schade. Wahrscheinlich ein B oder sogar ein A. Ja. Oder sogar, eigentlich hätte ich es andersrum sagen müssen, ich weiß. What the fuck? Eiskalt. Alright then. Sehr schön. Yo. Okay, hier passiert irgendwie noch was, weil das nicht das letzte Ding ist. Hm.
Krass. Alles klar. Krass geil. Das wird die ganzen Trunks-Fans, Freunde sich das hier geben. Nein, er ist auch. Nein! 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 Scheiße, habe ich kassiert. Scheiße, habe ich kassiert. Warum schießt der Kiebälle, wenn ich. Hoffen. So, jetzt müsste das klappen. Komm schon, komm schon. Jawohl, bam! Jawohl! Kranke Combo von mir, bam! So, wahrscheinlich kein Z-Rank. Ja, ein S-Rank passt. Alright, the Genki Dama is ready. Get ready for the spirit ball. Bam. Nine. Vegeta hat Trunks und Janemba aus dem Weg getreten. Dann Gohan holt Trunks, okay. Die Genki Dama. Still, jetzt ist es doch passiert. Still, jetzt hat's Vegeta erwischt. Fuck. Nein. Krankheit, das ist Krankheit. Ja, ansonsten hätten sie ja wieder Gogeta. What the fuck, habe ich entweder. Nein. Hä? Jetzt. Ich dachte gerade, ich jetzt. Warum ist der so schnell? Warum ist der so scheiße schnell? Mach doch endlich. Ja gut, nicht alles hat getroffen. Ich dachte gerade, what the fuck is wrong? Ich war gerade übertrieben verwirrt. In your face! Hoffnung trifft es alles. Ja, der ist direkt vor mir und kontert einen Keyball. Alles klar. Ja, Hoffnung trifft es. Na komm. Nein, damn it. Fuck, ich hab zu viel Leben verloren. Ah, das hat noch getroffen. Verreck doch endlich mal. Geht doch. Ja, war klar. Zu viel Leben verloren. Scheiße.
Stier. My God, okay, I will do. Vegeta hat Janemba besiegt. Die böse Energie auf der Erde ist ausgelöscht. Janemba kehrt nicht zurück. Nun müssen die Freunde noch die Hülle vor der bösen Energie befreien. Zwei neue Objekte sind verfügbar. Neues Dragon. Ich glaube, das ist dann das letzte. Mal sehen. Aber egal, wir sind hier durch. Und das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, be sure to watch the maybe last episode of Dragon Ball Z Shin Budokai. See you next time. The Blue Gangs is out. Word.